So, ja, herzlich willkommen zu dem Vortrag Co-Abhängigkeit, das stille Leiden im Abseits. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das auch alles passt. Jetzt für die Teilnehmer, die am, wann war es jetzt? Muss ich direkt selber nochmal überlegen, die am Mittwoch leider nicht mit dabei sein haben können. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Tut mir nochmal leid, dass das trotzdem. Wir haben uns überlegt, dass ich jetzt diesen Vortrag aufzeichne und ihn aber nur für Sie erstmal ins Internet stelle. Und ich denke, das müsste ganz gut funktionieren. Sie erhalten über die SECOS oder über mich, je nachdem. Ich glaube, eine Person hat mich kontaktiert, den Link, und dann können Sie so oft, wie Sie wollen, sich den Vortrag anschauen. Sie können den natürlich auch teilen. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Der ist natürlich jetzt ein bisschen kürzer als in der SECOS, weil natürlich in der SECOS habe ich Fragen beantwortet und da gab es ja auch zum Abschluss noch eine kleine Diskussion. Aber Sie haben jederzeit die Möglichkeit, mich anzuschreiben, wenn Fragen auftauchen. Ja? Gut. Okay. Co-Abhängigkeit, das stille Leiden im Abseits. Mein Name ist Karin Henningsen. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemische Maltherapeutin und Malerin. Und mich persönlich treibt das Thema sehr an, beziehungsweise es ist auch ein persönliches Thema. Ich bin ja selbst betroffen. Ich komme aus einer Suchtfamilie, also ich habe Sucht als Kind kennengelernt. Ich habe Sucht dann selber kennengelernt. Ich war viele Jahre Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängig. Bin seit vielen, vielen Jahren trocken und clean. Und musste dann feststellen, dass nur das erste Glas stehen zu lassen oder die Drogen einfach wegzulassen, dass das einfach nicht reicht. Ja. Mir ging es viele Jahre, obwohl ich schon nichts mehr getrunken hatte, ging es mir gar nicht so gut, weil mir damals noch nicht bewusst war, dass ich auch co-abhängig bin. Und im heutigen Vortrag geht es eben jetzt darum, Entstehung und Verlauf von Co-Abhängigkeit, Merkmale der Co-Abhängigkeit, also wie, an was erkenne ich denn das überhaupt, dass ich co-abhängig bin, ne? Also es muss ja, irgendwie muss ich es ja an etwas festmachen. Dann Kinder in Suchtfamilien oder Kinder aus Suchtfamilien und Wege aus dem Kreislauf, nämlich die Genesungschancen. Wie sieht der Weg raus aus der Co-Abhängigkeit? Okay. Ah ja, da habe ich was mitgebracht. Entstehung und Entwicklung von Co-Abhängigkeit. Das haben wir Mandanten von uns eben, sagen wir, über ihre Angehörigen erzählt. Ich habe doch kein Problem, aber wirklich nicht. Mein Mann ist es doch, der säuft, aber eigentlich geht es mir schlecht. Ich bin unglücklich und ich habe Angst. Am besten wäre er tot. Jasmin, 37 Jahre alt, über ihren Mann. Dann haben wir noch die Katrin. Mama, sauf dich doch endlich tot, aber mach schnell, dann haben wir es endlich hinter uns. Wie kommt es, dass Menschen, wo einfach ja auch eine tiefe Beziehung, Liebe im Spiel war, auf einmal so über ihre Angehörigen sprechen. Ne? So, wie und wo entsteht nun diese Erkrankung? Ich muss dazu sagen, dass die Co-Abhängigkeit keine anerkannte Erkrankung ist. Ja, sie steht auch nicht im ICD-10 drin. Wir sprechen aber von einer Erkrankung und das erkläre ich jetzt auch im Verlauf oder dieses Vortrags erkläre ich das auch ein bisschen näher. Wenn jemand mit Symptomen von Co-Abhängigkeit zum Arzt geht, ist es häufig so, dass die Menschen dann irgendwo in einer Depression oder in einer Angsterkrankung landen, weil natürlich der Arzt irgendwas reinschreiben muss oder beziehungsweise sonst könnte er gar nicht abrechnen. Also wie und wo entsteht nun diese Erkrankung familiär? Natürlich Beziehung mit einem Süchtigen, Alkohol, Drogen, Spielsucht, kann aber auch Esssucht sein, Ehepartner, Lebensgefährte, Freunde, Kollegen, Kinder, Verwandte, natürlich im engsten, im Familienkreis, systemisch. Ja, wir sprechen ja auch von einer systemischen Erkrankung, Alkoholismus ist ja auch eine systemische Erkrankung, das heißt die ganze
Familie erkrankt an diesem einen Alkoholiker. Dann familiär aufwachsen in einer dysfunktionalen Familie, das bedeutet, dass eben eine Erkrankung innerhalb der Familie ist. Beide Elternteile trinken, ein Elternteil trinkt, wir haben es mit einer psychischen Erkrankung zu tun, vielleicht ist noch eine Depression mit in dem ganzen Familiensystem oder eine andere schwere körperliche Erkrankung. Also auch da kann eine co-abhängige Störung entstehen. Dann haben wir professionell, das heißt eben Menschen, die mit Süchtigen arbeiten, Fachpersonal in der Suchthilfeeinrichtung, auch wenn es in Anführungsstrichen Profis sind, können die genauso co-abhängige Strukturen entwickeln wie ein Angehöriger. Dazu zählen Berater, Krankenschwester, Sozialarbeiter, Priester, Ärzte sind nicht ausgeschlossen, Erzieher und natürlich Therapeuten, betrifft auch mich persönlich. Ich habe ja viele Jahre in der Suchthilfe gearbeitet, beziehungsweise ich mache es ja jetzt noch. Dann systemisch, also familiär natürlich, erwachsene Kinder von Alkoholikern, genesene Süchtige, trockene Alkoholiker, ehemals drogenabhängige, genesene Spiel- und Esssüchtige. Genesene Süchtige, da spielt es keine Rolle, ob ich jetzt 10 Jahre trocken und clean bin oder 20. Es kann, diese co-abhängigen Strukturen können immer irgendwo wabern oder dann natürlich auch hochkommen, wenn die Begebenheiten oder wenn die Situation, wenn das Feld, sage ich mal, geschaffen ist dafür. Menschen mit Beziehung zu chronisch Kranken, da kann es entstehen, und Eltern von Kindern mit Verhaltensstörungen, ADHS und etc. Ja, an jedem Arbeitsplatz, nicht zu vergessen, ganze Firmen, ganze Abteilungen verhalten sich co-abhängig. Ja, es wird gedeckelt, es wird gelogen. Es wird manipuliert, es wird nichts erzählt, man deckt den Süchtigen in der Arbeitswelt. Immer wieder, kommt immer wieder vor. So, nun kommen wir, gemeinsame Merkmale in einer dysfunktionalen Familie, also gemeinsame Merkmale in einem krankmachenden Familiensystem. Es gibt keine ehrliche Kommunikation. Das heißt so viel, man spricht Dinge nicht an, Probleme werden nicht angesprochen, ja. Wenn ich die Probleme ansprechen würde, müsste, dann wäre ja auch eine Handlung oder ein Handlungsbedarf oder man würde sich zusammensetzen. Das gibt es in dysfunktionalen Familien kaum. Ich spreche aus Erfahrung, ich komme ja aus einer dysfunktionalen Familie. Bei uns wurden Probleme nicht angesprochen, die wurden unter den Tisch gekehrt. Das offene Ausdrücken von Gefühlen wird nicht gefördert, ist auch ein Merkmal von dysfunktionalen Familien. Das heißt, oder im Klartext, Freude wird oft nicht gezeigt, aber auch Ängste, Traurigkeit. Für mich war es über viele Jahre völligst normal, dass ich meine Gefühle, meine innersten wirklich Gefühle, dass ich die nicht gezeigt habe. Ja, das war für mich, also das, ich musste das dann wirklich lernen, Gefühle mit anderen Menschen zu teilen. Es war Schwerstarbeit. Und auch heute darf ich regelmäßig üben. Es wird keine gesunde Selbstfürsorge entwickelt, auch, das gehört auch eben mit dabei oder ist mit dabei bei Merkmale in dysfunktionalen Familien. Und, jetzt war ich sofort, stopp. Das hatten wir, okay. Also das sind jetzt nur ein paar Merkmale, es gibt natürlich wesentlich mehr, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, während wenn ich das Video, es ist jetzt erstmal über Zoom, dann wird es ja nachgearbeitet, dann kommen natürlich auch, dann blende ich in, meine E-Mail-Adresse ein, wenn jemand Fragen hat zu bestimmten Folien. Dann die nächste Folie, Entstehung und Entwicklung von Co-Abhängigkeit. Die Co-Abhängigkeit oder das Angehörige wirklich krank werden durch den Süchtigen, das weiß man schon länger, aber man ist nie so auf den Angehörigen eingegangen. Ne? Also man ist immer eher, es war immer in der Suchthilfe über viele Jahrzehnte war, der Süchtige war das Thema und die Kinder und die Angehörigen, ja, man hat schon irgendwie mitbekommen, ja gut, also irgendwie
verhalten die sich anders, aber es wurde nicht als Krankheit oder Störung anerkannt. Anne Wilson Schief hat ein Buch geschrieben, und zwar Co-Abhängigkeit, die Sucht hinter der Sucht. Und Melody Beattie ist auch eine Vorreiterin. Beide sind selbst betroffen. Beide kommen aus einer süchtigen Familie und beides kommen aus dem amerikanischen oder Sprachraum. Im Laufe, also Anne Wilson Schief in dem Buch geht es nochmal, Co-Abhängigkeit ist ein Krankheitsbild des Suchtprozesses. Das heißt, jede Sucht oder jede Suchterkrankung hat auf der einen Seite die aktive Sucht und auf der anderen Seite die Angehörigen, die ein Stück weit mitleiden oder teilweise auch wirklich mitkrank werden. Und Melody Beattie schreibt, also sie hat auch viele Bücher herausgebracht oder geschrieben, im Laufe der Geschichte hat sich die Suchthilfe auf den Süchtigen konzentriert, nicht jedoch auf den Angehörigen. Das Bild hat sich ein bisschen geändert. Es gibt viele Stellen von Caritas und ich glaube auch AWO, wo sich Angehörige tatsächlich Hilfe holen können. Also das ganze Bild hat sich ein bisschen verändert. Und dann haben wir natürlich noch Al-Anon. Al-Anon ist die erste Selbsthilfegruppe für Angehörige mit eigenem Genesungsprogramm. Also das ist der andere. Zuerst gab es die anonymen Alkoholiker und die Angehörigen der anonymen Alkoholiker haben dann ein paar Jahre später Al-Anon ins Leben gerufen. Dann Co-Abhängigkeit aus heutiger Sicht. Co-Abhängigkeit weist auf ein multifaktorelles Geschehen hin. Co-abhängige Menschen ist übrigens jetzt klar, wir haben es eher mit Frauen zu tun, aber es gibt auch co-abhängige Männer natürlich. Haben eine spezifische Persönlichkeitsstruktur, nämlich einen doch sehr geringes Selbstwertgefühl, niederen Selbstwert. Also wenn ich auch vom Inneren her wenig von mir halte oder mich als nichtig oder wenig betrachte, dann neige ich natürlich dazu, mir die Dinge im Äußeren zu holen. Ja, dann brauche ich etwas im Äußeren, um mich aufzuwerten. Dann brauche ich ein Gegenüber. Dann aufwachsen in einer Suchtfamilie, das hatte ich ja schon angesprochen. Wenn ich in einer Suchtfamilie auch groß werde, besteht natürlich die eher oder ist der Nährboden eher vorhanden, dass ich eine co-abhängige Störung entwickle. Und aber auch Gefahr der Co-Abhängigkeit und Suchtmittelabhängigkeit. Das ist jetzt mal auch nur ein kurzer Umriss. Dann Stressthese. Lernmodell. Die Erfahrung oder das hat sich gezeigt, Menschen, die viele Jahre, also co-abhängige Strukturen entwickeln sich nicht einfach von heute auf morgen. Das ist ähnlich wie bei der Suchterkrankung. Wir haben es da mit einem jahrelangen Prozess zu tun. Und die Menschen, die wirklich über Jahrzehnte mit Süchtigen zusammenleben, sind Stress, Unsicherheit, Chaos gewöhnt durch den Suchtkranken. Und es heißt so viel, dass die Menschen oder dass die Betroffenen oder die Angehörigen anfangen, für die ist Stress Normalität. Ja, also alles, was harmonisch ist oder einfach, leicht, damit können die irgendwann überhaupt nichts mehr anfangen. Und das finde ich echt heftig. Also ich habe mit Frauen zusammen gearbeitet, die aus Suchtfamilien und für die war es, also wenn Situationen aufkamen, die wirklich schön, angenehm, harmonisch waren, dann konnten die damit überhaupt nichts anfangen. Das war denen völlig fremd. Also die haben das auch abgelehnt. Ja, das musste Chaos und Stress sein. Dann mehrheitlich sind Frauen davon betroffen. Klar, wir sind oder wir werden, gerade jetzt meine Generation, wir sind so erzogen worden, dass wir helfen, dass wir nach der Familie gucken. Das wurde uns so in die Wiege gelegt, also in die Wiege gelegt jetzt nicht, aber so, wir wurden einfach so erzogen. Wir kommen aus einer christlichen Gesellschaft, auch da nochmal. Und von daher sind natürlich eher Frauen betroffen als Männer.
Das Alter spielt jetzt in meinen Augen nicht so eine große Rolle. Es gibt auch jüngere Frauen, die co-abhängige Verhaltensweisen aufweisen. Da haben wir es aber dann auch mehr wieder mit diesen Online- bzw. mit den Social Media zu tun, nämlich dass da wirklich so eine Abhängigkeit entsteht über die Netze, über die Social Media, über die Bilder, so muss ich aussehen. Mir geht es nur gut, wenn ich so und so viele Likes habe. Und das ist ja auch eine Abhängigkeit. Dann Komorbidität, was so viel heißt, wie dass zu der koabhängigen Störung Depressionen entstehen können, aber auch Angsterkrankungen. Dann, wir kommen zum Verlauf der Koabhängigkeit. Das ist ähnlich wie beim Alkoholismus oder wie bei jeder Suchterkrankung. Koabhängigkeit entsteht nicht von heute auf morgen, sondern genauso eben schleichend wie der Alkoholismus oder wie jede andere Suchterkrankung. Phase 1 ist beschützen und erklären, was, denke ich, auch völligst normal ist in meinen Augen. Wir haben es mit wir gehen mal von einer klassischen Situation aus, eine Familie mit zwei Kindern, der Ehemann fängt im Laufe der Jahre vermehrt an zum Trinken, die Frau und die Kinder sind irritiert. Dass die Ehefrau oder dass die Angehörige zu Anfangs helfen möchte, ist völligst normal und ethisch natürlich auch vertretbar. Die Situation spitzt sich nur eben im Laufe der kommenden Jahre oder nächsten Jahre, spitzt sich eben die Situation zu. Und in Phase 2, also ganz klar, Phase 1 ist, es wird beschützt, es wird nach außen bagatellisiert. Wenn die Nachbarn fragen, erklärt man, Mensch, der Ehemann muss momentan oder der Mann muss unglaublich viel arbeiten, er ist befördert worden, dann ist es doch normal, dass er mal trinkt, ja? Dass er mal ein bisschen mehr trinkt, der muss einfach mal Dampf ablassen. Es sind so die helfen, beschützen, erklären in Phase 1. In Phase 2 sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Die Ehefrau oder die Angehörige, der Angehörige erkennt, hoppla, so ganz normal ist dieses Trinkverhalten nicht mehr. Also wir haben in Phase 2, wie er dann eben auch den Verlauf der Suchterkrankung ähnlich ist. Phase 2 ist dann, wir haben es mit Führerscheinverlust zu tun, ja, oder vielleicht hat der Partner schon den Job verloren. Das Suchtmittel, jetzt passiert etwas mit den Angehörigen, die Angehörigen fangen an zu kontrollieren, ja, die gucken, Mensch, wie viel trinkt er, wie viel Geld gibt er aus. Ich meine, wir haben es hier mit einer Familie, vielleicht mit kleinen Kindern zu tun oder kleine Kinder sind noch mit dabei, es wurde eventuell ein Haus gekauft, Haus gebaut. Da ist viel außen drumherum und wenn dann natürlich einer innerhalb der Familie das ganze Geld ausgibt für Suchtmittel, dass dann die restliche Familie wachsam wird, Angst bekommt, die bekommen Angst. Da geht es um Existenz, gerade in der Spielsucht. Wir haben, wenn jemand spielsüchtig ist, die verkaufen, die verhökern Haus und Hof. Also die Menschen bekommen Angst. Angst ist immer, wenn ich Angst habe, kontrolliere ich. Ja? Wenn ich Angst habe, fange ich an zu gucken. Wenn ich Angst habe, bin ich starr. Und das passiert in Phase 2. Und natürlich noch vieles mehr, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich wollte dir einfach nur mal zeigen, dass die Co-Abhängigkeit ähnlich verläuft wie eine Suchterkrankung, nämlich in verschiedenen Phasen. Übrigens, ja, nee, stopp. Jetzt war ich kurz weg. Phase 3, Anklage, gegenseitige Schuldzuweisungen. Wir sind dann wirklich im völligsten Chaos. Ja. Wir sind in Schmerz, in Trauer, in Wut. Es ist viel verloren worden, es ist Streit, wir haben Gewalt, teilweise gibt es ja auch Gewaltausbrüche, der Job ist weg und. Und dann sieht es dann wirklich so aus, beide Parteien sollten sich Hilfe holen. Also das reicht nicht,
dass derjenige, der dringt, eben auf Therapie geht, beziehungsweise erstmal Entgiftung, dann in stationären Kontext, sondern beide benötigen Hilfe und auch so wie die Kinder. Dann, jetzt haben wir in meinen Seminaren und Coachings, werde ich auch immer wieder gefragt, an was merke ich oder wie erkenne ich denn überhaupt, dass ich co-abhängig bin? Und da gibt es natürlich schon einige Merkmale, die sind nach schief. Hab ich sind die rausgeschrieben. Ich finde, Envision schief ist da einfach sehr weit voraus und hat da vieles zusammengeschrieben. Okay, Außenorientierung, auch da, das ist natürlich nur ein kurzer Umriss, um es ein Stück weit mal ein bisschen sichtbarer zu machen. Sucht nach Beziehung und Ausleben. Der Co-Abhängige braucht, benötigt Beziehungen im Äußeren. Ohne Beziehung ist es ja auch nicht möglich, die Co-Abhängigkeit auszuleben. Das geht nicht, ne? Sich nicht abgrenzen können heißt so viel, der Co-Abhängige oder Angehörige tun sich unglaublich oder tun sich schwer, wirklich klar zu sehen, klar zu sagen, okay, hier bin ich, ja, und da fängt der andere an. Da haben Angehörige und Co-Abhängige also wirklich Schwierigkeiten, dieses Abgrenzen. In meiner aktiven, co-abhängigen Phase war ich überall draußen, nur nicht bei mir selber. Ja, ich war überall. Ich habe alles gewusst. Ich war draußen, ich habe kontrolliert. Und da war ich aber wirklich schon locker 7, 8 Jahre trocken und clean. Ne? Ich war nur im Äußeren beschäftigt, ja, aber nicht mit mir selber. Also ich bin auf jedes Geräusch, auf jede Aktion, ich habe nur noch reagiert. In der aktiven, co-abhängigen Phase reagieren die Menschen nur noch, aber nicht mehr agieren. Also ich hatte mein Leben überhaupt nicht mehr im Griff. Ich war nur am Reagieren. Einer hat was gesagt und ich habe sofort reagiert mit Gefühlen. Ich habe nicht überlegt, ist das überhaupt mein Problem? Nein, ich habe sofort reagiert. Täuschungsmanöver, Helfersyndrome, Syndrome, der Co-Abhängige muss helfen, sonst wäre er nicht co-abhängig. Um jeden Preis gefallen zu wollen, Co-Abhängige können sich perfekt anpassen an Situationen wie Chamäleon. Ja, also die kommen irgendwo rein, spüren etwas, wie die Situation ist, wie die Lage ist und passen sich sofort an. Ja, innerhalb von Sekunden. Dann kein Vertrauen in die eigene Wahrnehmung entwickeln. Das heißt so viel, immer absichern, immer nachfragen, immer wird geguckt, mache ich das Richtige. Also die Fragen permanent nach, bin ich richtig, mache ich es richtig, müsste ich es anders machen. Und ja, eben, was so viel heißt, kein Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Kontrolle. Das Merkmal von Co-Abhängigen. Ich spreche aus Erfahrung. Kontrolle und Angst sind wie Geschwister, hängen eng miteinander zusammen. Der Alkoholkonsum, ich habe jetzt hier mal ein paar aufgeschrieben, nach oben gibt es keine Grenze. Alkoholkonsum wird kontrolliert, Überwachung von Alkoholeinkäufen. Es ist gang und gäbe, dass die trinkenden Partner ihre Kreditkarten abgeben sollen, müssen, aus Sicherheit, ja, die machen das gerne, wobei die meisten dann sowieso irgendwo noch Verstecke haben, wo Geld ist. Alkohol wird kontrolliert ausgegeben. Es gibt alkoholabhängige Frauen, die sind im Endeffekt süchtig geworden, weil sie mit dem Partner mitgetrunken haben, damit er nicht so viel trinkt und sind dadurch abhängig geworden. Also es ist echt heftig. Also nach oben gibt es keine Grenze, soziale Kontakte werden unterlassen, da dort der Suchtkranke unkontrolliert trinken könnte. Und jetzt passiert, wir sind hier mitten in der Co-Abhängigkeit drin, jetzt passiert etwas wirklich Fatales und etwas sehr, sehr Schlimmes. Wenn die Angehörigen zu Hause anfangen zu kontrollieren, ja, da wird alles kontrolliert. Das bleibt nicht zu Hause. Ja,
Meine Co-Abhängigkeit kann ich nicht an die Garderobe hängen, dann gehe ich raus in die Arbeit und dann bin ich nicht mehr co-abhängig. Genauso wenig wie der Süchtige seine Sucht am Haken, am Garderobenhaken abhängen oder hinhängen kann, dann geht er raus und dann ist er nicht mehr süchtig. Genauso ist es bei der Co-Abhängigkeit. Ich bin dann immer und überall co-abhängig. Und die Co-Abhängigkeit wird dann auch ausgelebt im Berufsleben, bei Freunden, Bekannten, bei den Kindern, bei den Eltern. Die Co-Abhängigkeit ist latent oder ist dann permanent vorhanden. Und das ist das Schlimme an Co-Abhängigkeit. Ich kann die nicht einfach nur, also die ist nicht einfach nur in bestimmten Situationen, die ist immer. Und die dann wirklich liebevoll oder zu erkennen und loszulassen, es ist, wir haben bei der Co-Abhängigkeit ein ähnliches Phänomen wie bei dem Süchtigen, dass die Angehörigen, die eine co-abhängige Struktur oder Persönlichkeit entwickelt haben, es nicht erkennen, nicht sehen. So, Auswirkungen im täglichen Leben, Vereinsamung und Isolation haben wir beim Süchtigen übrigens auch, beim aktiven Süchtigen. Vernachlässigung eigener Interessen, wie beim Süchtigen, beim Alkoholiker auch. Also es gibt unglaublich viele Parallelen zwischen dem Süchtigen und der co-abhängigen oder Angehörige, sagt man auch, zwischen den Angehörigen. Scham, Schuld, immer dabei, bei beiden, beim Süchtigen und beim Angehörigen. Körperliche Erkrankungen, psychische Erkrankungen und riskanter Suchtmittelmissbrauch. Körperliche Erkrankungen, wir haben dazu zählen sämtliche Autoimmunerkrankungen, die natürlich auch ein Co-Abhängiger oftmals bekommt oder sich zuzieht. Verdauungsbeschwerden, Kopf, dieser klassische Kopfschmerzpatient, ne? Rückenbeschwerden. Also, und es gibt einige Fälle, wo Co-Abhängige vor dem Süchtigen sterben. Einfach weil sie krank geworden sind. So, dann haben wir noch Kinder in Suchtfamilien. Ich selbst komme ja aus einer Suchtfamilie und habe ja die Suchterkrankung meines Vaters live als kleines Kind miterlebt, was mit Sicherheit nicht schön war. Und die Kinder in Suchtfamilien entwickeln bestimmte Rollen. Das ist aus Wegscheider und Black. Auch zwei amerikanische Autorinnen, die selbst betroffen sind. Da haben wir jetzt verschiedene Rollen. Eben die Rolle des Helden oder der Heldin. Das sind Kinder, die innerhalb der Familie die Helferrolle übernehmen. Das sind Kinder, die im Endeffekt das übernehmen, was die Eltern machen müssten. Sie kümmern sich um die Geschwister, sie kaufen ein, sie schmeißen teilweise den ganzen Haushalt, sie helfen den Eltern. Die Helden und die Heldin und der Held, die Rolle des Helden. Das schwarze Schaf oder das ausrangierte Kind ist sinnbildlich oder symbolisch für die kaputte Familie. Das stille, fügsame Kind oder der Träumer. Ich war die Träumerin, mich hat man überhaupt nicht gesehen. Ja? Also ich konnte mich so still machen, dass man mich nicht gehört und nicht gesehen hat. Und natürlich der Clown, Spaßmacher, das Maskottchen, die im Endeffekt oftmals diese Dramatik bisschen ja, so aufspielen, lustig, ne? Das lustige Kind, der Clown. Aber im Endeffekt, wir wissen ja, oder der klassische Clown hat ja auch viel, trägt ja viel Traurigkeit in sich. Ne? Also die überspielen das ja. Und auch da ist es so, dass diese Rollen, die sind hilfreich in der Situation. Ja, also ich hätte gar nicht überleben können, wenn ich nicht geträumt hätte, wenn ich mich nicht in eine Fantasiewelt zurückgezogen hätte. Nur es ist dann so, dass diese Rollen mitgenommen werden oder mit intransportiert werden ins Erwachsenenleben und dann habe ich ein Problem. Ja? Weil dann verhalte ich mich im Endeffekt so wie als Kind, ja, und habe mich aber nicht weiterentwickelt. Also ich bleibe in dieser Rolle, wenn ich es mir nicht bewusst mache, wenn ich nicht wirklich sage oder irgendwann im Erwachsenenalter so, jetzt reicht's, ich bin nicht mehr das fügsame Kind. Ich lasse mir nicht mehr wehtun, also bei mir eben jetzt das fügsame Kind oder jetzt die Heldin, der Held und die Heldin landen oder suchen sich oft Berufe, wo sie es ausleben können, bis zum Ausbrennen. Partner und Beruf.
Also, und wichtig ist hierbei im Prozess oder im Genesungsprozess von Co-Abhängigkeit, fange ich ja dann auch langsam an, mir das bewusst zu machen und auch liebevoll loszulassen. Aber das ist das geht nicht von heute auf morgen, auch nicht innerhalb von ein paar Wochen, sondern es ist ein jahrelanger Prozess. Ein Genesungsprozess, der ja, Genesung hat kein, ist nicht messbar. Genesung ist ein Lebensweg und er macht einfach Spaß. So, dann Lernkonsequenz, nochmal Kinder in Suchtfamilien. Da haben wir im Endeffekt ja, sind wir wieder da angelangt, wo ich begonnen habe, nämlich die Merkmale von systemischen Familien. Über Gefühle spricht man nicht. Das ist die Lernkonsequenz jetzt von Kindern aus Suchtfamilien. Seine Gefühle zeigt man nicht. Also ich habe es ja, ich glaube, zu Anfangs schon mal angesprochen. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, meine Gefühle zu zeigen bzw. Gefühle zu teilen. Sei stark, gut und perfekt. 100 Pro, stimmt. Selbstlos, sei selbstlos. Sei nicht so kindisch. Ich habe nie gelernt, Kind zu sein. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man sich als Kind fühlt. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Ich war immer die kleine Erwachsene, die sich um eine Mutter gekümmert hat. Ja? Deswegen weiß ich überhaupt nicht. Ich habe dann im späteren, im Genesungsweg, hatte ich dann manchmal so ein paar Momente, wo ich mal richtig, ja, so kindisch war. Und da kam so der Gedanke, ah, so fühlt sich's an, wenn man ein Kind ist. Na? Das Leben ist unsicher, ja. Das wird einem aber jetzt nicht nur in Suchtfamilien vermittelt oder in systemischen Familien, auch in ängstlich, ja, in Familien, wo die Angst tobt. Das sind so die Lernkonsequenzen für Kinder in Suchtfamilien. Also bei Fragen, wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, mich zu kontaktieren oder aber auch mir eine E-Mail zu schicken. Wird ja dann alles eingeblendet oder müsste irgendwo schon teilweise eingeblendet sein. So, dann erwachsene Kinder von Süchtigen. Die erlernte Rolle wird weitergelebt. Erwachsene Kinder von Süchtigen suchen sich oftmals Partner mit Problemen. Es muss jetzt nicht Alkoholismus sein, das kann Depression, Menschen oder jetzt, wenn wir vom klassischen Rollenspiel ausgehen, die Frau ist die Co-Abhängige oder die Person, die Angehörige, suchen sich oft Partner mit Problemen. Die haben immer Probleme. Na, das ist nie eine Beziehung, die leicht und fluffig ist. Beziehungsweise das ganze Leben ist oft schwer und schwierig. 60% der Angehörigen von Alkoholikern entstammen einer Suchtfamilie, haben wir schon gehört heute. Ein geschlossenes System, Generationenproblem entsteht. Ach, das hatten wir schon. Ah ja, auch noch interessant. Rückfall in die Co-Abhängigkeit. Es gibt tatsächlich auch einen Rückfall in die Co-Abhängigkeit, genauso wie es Rückfälle gibt in der Sucht, gibt es auch den Rückfall in die Co-Abhängigkeit. Unaufrichtigkeit ist eine ganz heiße Kiste. Wenn ich so tue, als ob, wenn ich unaufrichtig werde, wenn ich nicht mehr ehrlich bin, was jetzt nicht heißt, dass ich rausgehe und zu jedem ehrlich bin, das meine ich nicht. Unaufrichtigkeit bedeutet eher zu Menschen, die ich liebe. Ja, dass ich da unaufrichtig bin, dass ich so tue, als ob, dass ich nicht mehr ehrlich bin, dass ich nicht mehr denen ehrlich sage, Mensch, du, momentan geht es mir nicht gut. Aber es wird auch wieder anders. Sich selber vernachlässigen. Zum Genesungsprozess gehört es unabdingbar mit dazu, dass ich täglich gut für mich sorge. Ja, vergleichen. Vergleichen haben wir nicht nur bei der Co-Abhängigkeit. Vergleichen ist an sich, haben wir bei vielen jungen Menschen durch die Social Media oder durch die Internetsucht. Vergleichen ist, denke ich, eines der schlimmsten oder schmerzhaftesten Dinge überhaupt, weil entweder vergleichen lässt mich immer eine Barriere oder lässt immer eine Barriere zwischen mir und dem anderen entstehen. Ja, mit Vergleichen habe ich keine Nähe. Es funktioniert nicht. Ne? Eifersucht gehört mit dazu.
Viele Co-Abhängige sind unsagbar eifersüchtig. Eifersucht haben wir es auch wieder mit der Angst, Angst zu verlieren, Angst nicht gut genug zu sein, ne? Dann Fixierung auf eine Person oder eine Situation. Also das heißt, wenn ich mich nur auf den Partner konzentriere, nur auf eine Sache und wieder von mir weg bin, wenn ich überhaupt nicht mehr spüre, wer bin ich, was brauche ich und was kann ich mir heute Gutes tun. Merken, diese Fragen stelle ich mir regelmäßig. Wie fühle ich mich und was brauche ich gerade? Dann die Schuld bei anderen suchen, haben wir auch bei dem Süchtigen, gilt auch für den Co-Abhängigen. Also Sie sehen, wir haben wieder unglaublich viele Parallelen zwischen Sucht, zwischen dem Süchtigen und dem Co-Abhängigen. Ja, wir kommen zum Schlu Abschluss. Ganz kurz noch zum Abschluss. Co-Abhängigkeit. Früher hieß es, dass Co-Abhängigkeit nur entstehen kann, wenn Sucht mit dabei ist. Da widersprechen sich mittlerweile die Fachliteratur, auch die Fachpresse. Mittlerweile sagt man, dass Co-Abhängigkeit in jedem krankmachenden Familiensystem entstehen kann. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass wir jetzt den klassischen Süchtigen mit innerhalb der Familie haben. Es kann auch eine Depression oder Angststörung oder sonstige psychiatrische Erkrankung sein. Einfach nur mal so nebenbei, weil ich das immer wieder gefragt werde, ja, ist jetzt Co-Abhängigkeit nur bei Sucht möglich? Ich sage, nein, ist es nicht. Im Endeffekt ist es Wurst, woher es kommt. Ja, also im Augenblick, wenn ich mich der Co-Abhängigkeit, den co-abhängigen Strukturen stelle, wenn sie mir bewusst werden, ist es völligst erstmal unwichtig, außer ich lebe jetzt in einer aktiven, süchtigen Umgebung, dann muss ich natürlich schon raus aus der Situation, das empfehle ich schon. Aber dann sollte die Co-Abhängigkeit erst im späteren Verlauf kommen bei ehemals Süchtigen. Es ist vollkommen egal, jetzt mal wirklich genau zu gucken, woher kommt sie. Ich muss heute, hier und jetzt für mich gut sorgen. Das ist mein Job als Co-Abhängiger bzw. als Angehörige. Klares Abgrenzen und Zurückweisen. Nein ist ein ganzer Satz. Das lernen die Mandanten bei mir in meinen Coachings, in meinen Therapiesitzungen, sich klar abzugrenzen, ja. Nein zu sagen, eigene Interessen kitzel ich dann oft raus in den Gesprächen, ja, in den Sitzungen. Wo sind die eigenen Interessen? Welche Bedürfnisse hat mein Gegenüber? Viele Angehörige kennen ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht mehr. Was sie überhaupt mögen, was sie nicht mögen. Ja? Wir haben ja auch entwickeln eigener Ziele, ja, oder pflegen eigener Kontakte. Durchführen eigener Aktivitäten und vieles, vieles mehr. Sie können auch jederzeit, also es gibt natürlich mittlerweile auch viele Beratungsstellen für Angehörige, für Menschen, die in einer Suchtfamilie leben. Also auch da würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie da Hilfe brauchen, gehen Sie zu diesen Beratungsstellen. Sie können aber auch jederzeit mich kontaktieren und fragen, oder wir können Ihre momentane Situation besprechen. Mein Erstgespräch ist immer kostenfrei. Ich glaube, jetzt dann haben wir es jetzt. Jetzt gucke ich mal, was hier noch. Ah ja, nee, doch, das Hilfsangebote, Internet. Ich würde mich erstmal wirklich über alle Facetten von Co-Abhängigkeit informieren. Beratungsstellen der Suchthilfe, Selbsthilfegruppen. Wir haben Selbsthilfegruppen Al-Anon. EKS sind die erwachsenen Kinder von Süchtigen. CODA, Kreuzbund, Guttempler. Oder dann auch stationäre oder eine ambulante Therapie. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen und Sie konnten was mitnehmen von diesem Vortrag.
Ich würde mich natürlich über ein Feedback freuen, über Anregungen oder über Fragen. Sie müssen es jetzt nicht unten in den Kommentar schreiben. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail oder über WhatsApp. Ich freue mich wirklich über jeden Kontakt. Ich wünsche Ihnen jetzt, also zuerst mal vielen Dank, dass Sie es bis hierher geschafft haben. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und ja, alles Gute für Sie. Eine gute Zeit. Bis bald und tschüss.